Ist das Coronavirus natürlichen Ursprungs oder ist es von Menschen gemacht? Hier ist die Weltgesundheitsorganisation eindeutig, nämlich, dass es natürlichen Ursprungs ist. US-Präsident Donald Trump behauptet, stamme aus einem chinesischen Labor in Wuhan. Die WHO hat Hinweise und wissenschaftliche Ergebnisse ausgewertet und stellt sich gegen Trump. Wir haben von der Regierung der USA keine Daten oder spezifischen Beweise für den angeblich künstlichen Ursprung des Virus bekommen. Für uns bleibt dies also Spekulation. Wie jede Organisation, die mit Fakten arbeitet, setzen wir uns mit jeder Information auseinander, denn der Ursprung des Virus ist ein äußerst wichtiges Stück öffentliche Information für die zukünftige Kontrolle des Virus. Der ehemalige EU-Diplomat in China, Charlie Parton, hält eine gründliche Untersuchung in China für notwendig. Das Wichtigste ist eine ordnungsgemäße Untersuchung durch China, die mit Transparenz für den Rest der Welt durchgeführt wird. Wir müssen herausfinden, was tatsächlich passiert ist und wie sich das Virus entwickelt hat, damit wir heute und auch in Zukunft Maßnahmen ergreifen können. Laut WHO teilen chinesische Wissenschaftler ihre Arbeitsergebnisse weltweit. Allerdings könnte mögliches Fehlverhalten in der chinesischen Bürokratie diese wichtige wissenschaftliche Kooperation durchaus behindern.